Wir haben heute einen prominenten Mann zu Gast, nämlich Dr. Sarrazin. Er ist bekannt geworden durch das Buch Deutschland schafft sich ab. Und dieses Buch ist ja weltweit bekannt geworden, Sie damit auch, Herr Doktor. Jetzt einmal die Frage vorweg, Sie sind ja doch von den Medien, auch von Ihren Parteigenossen ausgegrenzt worden, jahrelang. Wie haben Sie das verkraftet? Naja, es waren ja nicht alle, die mich ausgegrenzt haben. Natürlich gab es Streit, aber man muss sich ja immer wieder selber fragen, wo man steht. Und wenn man weiß, dass man das, was man sagt, vertreten kann, soll man es auch vertreten und darf dann den Streit nicht persönlich nehmen. Und so kommt man am besten damit auch klar. Ein Schlagwort in der heutigen Politik ist Rechtspopulismus. Da wird die FPÖ, zum Beispiel die österreichische FPÖ, immer damit in Zusammenhang gebracht. Wie sehen Sie das jetzt? Was ist rechtspopulistisch wirklich? Ja, das sollen die sagen, die das Wort benutzen. Ich benutze das nicht. Für mich gibt es zwei Unterschiede. Es gibt Parteien, die sind radikal und links und rechts radikal, stehen nicht auf dem Boden unserer freiheitlichen Grundordnung, und die lehne ich ab. Und die übrigen müssen miteinander ringen um das, was man politisch tun soll. Und also polemische Ausgrenzungsbegriffe sind nicht mein Instrument. Leider Gottes wird dieses Wort halt immer wieder verwendet in der heutigen Politik, ja, auch in Deutschland. Nicht, ja, dann, ich meine, jeder ist für seine Wortwahl verantwortlich und ich bin für meine Wortwahl verantwortlich. Und das sollen wir sorgfältig unterscheiden. Und über die Wortwahl anderer rege ich mich auch nicht weiter auf. Hat die Tatsache, keine andere Meinung als jene der linken Mensch drin zu haben, für Sie eine demokratische Meinungsfreiheit? Ja, letztlich ist ja Meinungsfreiheit etwas, was man sich ständig selber verdienen muss. Und zwar auf der zwei Arten, indem man selber seine Meinung sagt. Das ist die eine Sache, aber indem man auch bereit ist, ganz andere Meinungen gelten zu lassen. Beides gehört zur Meinungsfreiheit. Kann man Ihre Aussage, Deutschland wird dümmer, auch auf Österreich umlegen? Denn immer mehr Leute schreiten ja, wenn die Kinder etwas lernen sollen, ordentliches lernen sollen, greifen sie zu Privatschulen zurück. Also weil man in den öffentlichen Schulen damit nicht mehr weiterkommt. Ja, letztlich ist das natürlich so, wie Sie das sagten, da polemisch verkürzt, weil sie schon mal ab und zu. Tatsache ist aber, dass die Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems sinkt. Das sagte ja gerade vor wenigen Tagen der bei uns ein der landesweite Test über das, was die Kinder können in Lesen, Schreiben, Rechnen am Ende des vierten Schuljahrs. Das geht doch ziemlich zurück, und wir haben schon in Bremen 40% aller Kinder können im vierten Schuljahr noch nicht richtig lesen, muss ich das mal vorstellen. Also das sind Dinge, wo die Politik halt auch viel falsch gemacht hat, was man auch dann ganz klar ansprechen muss. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, wie man sieht. Ja, das müssen Sie dann so. Ich habe mir jetzt also der Test für Österreich nicht angeschaut, aber die letzten PISA-Tests zeigen ja für Österreich, sind jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre alt, zeigen ja in eine ähnliche Richtung. Wenn Menschenrechtskommission und Asylrecht Staatsbürger bereits benachteiligen, wie sollte man das nun sehen? Das wird diskutiert und es ist eigentlich einfach wirklich so die Tatsache derzeit. Das habe ich jetzt nicht verstanden, ja, was meinen Sie? Wenn Menschenrechtskonvention und Asylrecht Staatsbürger bereits benachteiligen, sollte man darin nicht darüber diskutieren, dieses auszusetzen? Ja, das ist mir jetzt ein bisschen unklar formuliert. Natürlich, bin ich für ein richtig angewandtes Asylrecht. Aber wenn Sie sich zum Beispiel das bei uns anschauen in Deutschland, dann sehen Sie, dass von den Anträgen, die in den letzten 10 Jahren gestellt wurden, am Ende von den Gerichten 0,5% bis knapp 1% anerkannt wurden. Das heißt, also 99% derer, die zu uns kommen, mögen zwar einen Antrag stellen, aber nachdem der ganze Rechtsweg beschritten ist, haben die meisten eben kein Asyl. Deshalb muss man die Frage, wer zu uns kommt, strikt von der Frage trennen, wer bekommt Asyl. Das wird immer wieder miteinander vermischt. Die Obergrenze ist immer wieder ein Diskussionspunkt, muss man sagen. Ja, die Obergrenze ist eine wenig durchdachte Erfindung vom also CSU-Parteivorsitzenden Seehofer. Die finde ich als solche Quatsch. Wenn Menschen etwas leisten und etwas können und zu uns einen Beitrag leisten und sich also kulturell einfügen, können sie auch kommen. Und andere sollten eben nicht kommen.
So, das ist das Thema. Deshalb ist das jetzt also da nicht mit absoluten Zahlen machbar. 200.000, die keinen Anspruch haben auf Asyl, sind auch noch zu viel. Damit verbindet sich gleich die nächste Frage, nämlich mit diesem Asylrecht auch die Integration der Moslems. Sie wollen sich in den meisten Fällen nicht integrieren lassen. Das ist unterschiedlich. Da kann man jetzt jemandem auch nicht jetzt an der Nase ansehen, wie das ist. Richtig aber ist, dass wir mit den Einwanderern aus islamischen Ländern doch im Durchschnitt besondere Probleme haben. Und damit muss man sich auseinandersetzen und muss dann eben auch die ganz klare Botschaft aussenden, wer bei uns leben will, muss auch schon die Prinzipien unseres Lebensstils innerlich akzeptieren, sonst sollte er besser dort leben, wo er sie akzeptieren kann. Wir haben einen Experten bei uns hier im Burgenland, der hat jahrelang in arabischen Landen gelebt und der behauptet auch, der Islam sei keine Religion, sondern es sei einfach nur eine Tatsache, und so beschreibt er das so, eine Eroberungsideologie. Wie sehen Sie das? Ja, Also das, was eine Religion ist, kann am Ende ja nur der beurteilen, der etwas glaubt. Ich kann ja von außen nicht eine Religion beurteilen. Christen müssen das Christentum beurteilen und Muslime müssen den Islam beurteilen. Ich kann nur von außen Anforderungen stellen an die Menschen. Das kann ich tun. Ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann in Österreich und Deutschland der Islam so Hand nimmt, dass sie einfach da sind und nicht mehr wegzudenken. Sie werden beide Länder, so sagt man, einnehmen im Laufe der Zeit mit ihrer Religion. Ja, da muss man jetzt mit den Begriffen vorsichtig sein. Richtig ist, wenn ich eine Minderheit habe, die sich also kulturell nicht anpasst, und diese Minderheit hat im Durchschnitt deutlich mehr Kinder als die Mehrheit und sie wird auch noch durch den weiteren Zuzug verstärkt, können Dinge irgendwann kippen. Das beginnt in gewissen der Stadtteilen bei uns in Berlin, das beginnt teilweise auch in Wien, in anderen Ballungszentren. Und da muss der Staat in der Summe eben aufpassen. Er muss fragen, wen will ich künftig jetzt als Einwanderer zulassen? Und er muss auch natürlich dafür Sorge tragen, dass die bei uns leben und ihr Aufenthaltsrecht haben, auch letztlich unsere kulturellen Werte mehr oder weniger annehmen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Damit sind wir schon wieder beim Asylrecht. Ja, aber ich habe ja gesagt, das Asylrecht, ich kann das jetzt nur sagen für Deutschland, letztlich, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, bekamen, nachdem die Sache durchgeklagt wurde, weniger als 1% derer, die sich um Asyl bewerben, tatsächlich Anspruch auf politisches Asyl. Die Zahlen sind also minimal. Ja, also alle, die zu Recht Asyl beanspruchen, kann ich ruhig akzeptieren, es sind immer nur ganz wenige. Der Wunsch nach Asyl ist der Missbrauch. Jeder, der also zu uns kommt, wenn er ruft Asyl, hat er den ganzen deutschen der Rechtsstaat erstmal zu seiner Verfügung und kann ihn benutzen. Das ist das Problem. Herr Doktor, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte.